Hallo und guten Morgen für alle, die live dabei sind und guten Tag oder guten Abend für die später dabei sind. Ja, ich habe gestern endlich mal mein eigenes Interview gehabt. Das ist toll, dass das auch jetzt sozusagen im Kasten ist, wie das die Redewendung so schön sagt. Das haben wir etwas lange rausgezögert und aber gut. Und wir hatten es gestern und ich bin selber gespannt, wie das dann so war, weil ja, so im Erzählfluss spürt sich das, bin ich einfach im Fluss und weiß gar nicht dann, wie das hinterher so war. Ja, und dann wollte ich heute noch kurz was sagen. Ich habe so ein paar Mails gekriegt, so dass man mir diesen Technikstress anmerkt. Und das ist richtig. Ich bin, wie ihr auch seht, ich kann gucke meistens nicht mal richtig in die Kamera beim Computer. Das muss ich alles erst lernen. Ich habe da ein großes Lernfeld. Aber ich kann auch sagen, die Technik ist echt ein guter Lehrmeister. Und das finde ich ganz klasse. Nämlich erstens mal, es ist so ein schönes weites Feld, was erzeugt ist, und ich finde es einfach wunderbar, euch da dabei zu haben, dir zu begegnen, so wie es sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Das ist einfach toll. Und darüber hinaus so ein Feld zu schaffen, wo ganz viel mit Heilung bewegt werden kann. Ich bin da einfach berührt und finde es klasse und bin da einfach dankbar der Technik. Und dann ist es noch auf einer anderen Ebene ein Lehrmeister, und zwar die Art und Weise, wie ich mich dann darin verliere, dass es stressig wird, bringt mich daran dahin zurück, dass ich einfach gucken muss, was ist es wirklich? Was ist wirklich das Wesentliche? Was ist wirklich wichtig für mich? Und wichtig für mich ist einfach dir zu begegnen. Und ja, dass da leider manchmal mit der Technik nicht alles klappt, ist einfach so. Aber insgesamt haben wir so ein wunderschönes Feld dargestellt und es ist so viel damit möglich. Und zusätzlich gibt es natürlich auch ein Paket, wo mich sowieso freuen würde, wenn ihr es kauft, weil es steckt natürlich viel Arbeit drin. Und auch da bin ich gefragt worden, wenn das alles umsonst ist, warum gibt es dann ein Paket, was kostet? Und natürlich, wir finanzieren, unterstützen unsere Arbeit damit. Wir hatten richtig viele Kosten. Ein Freund hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich am Anfang schon gesagt habe, die sind einigermaßen gedeckt. Und das sind sie. Und gleichzeitig ist noch keinerlei Arbeitslohn geflossen. Und er meinte dann zu mir, damit sind sie nicht gedeckt. Das ist was anderes. Naja, aber wie gesagt, ich bin guter Dinge und es läuft wunderbar, und ich habe so berührende Rückmeldungen und ja, ganz, ganz schön und dank da ganz herzlich. Manche sind persönlich, also die ich auch gerne teilen würde, aber ja, wenn das persönlich ist dann und das sogar draufsteht, dann teile ich sie natürlich nicht. Und gleichzeitig bedanke ich mich, weil sie einfach berührend sind, und ich stelle immer wieder einige auch mit drauf auf die auf meine Mail. Ja. Und dann kommen wir zum Programm für heute. Ja, wir starten heute mit dem Klangschalenmeister, mit Peter Hess. Und ganz klasse war die Begegnung mit Peter. Und zwar war das auch so ein Zufall über die Technik, weil Svenja mit ihm befreundet ist und hatte mit ihm geschrieben. Und ja, und dadurch haben wir so ganz kurzfristig, war eins der letzten, noch ein Interview gemacht. Und es war einfach ganz schön. Peter ist einfach, ich weiß gar nicht, 40 Jahre oder so dabei. Mit dem gleichen Projekt hat es so ausgeweitet, in so viele Dinge gebracht, Klangschale, in so viele Dimensionen und Klangschalenmassage und das eben auch für Heilung. Und wie er das macht, das hört ihr im Interview. Und sein Spruch dazu ist hauptsächlich einfach machen und dranbleiben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Teil. So, wenn du deins gefunden hast, da wirklich dran zu bleiben, ja, und wie immer es dich dann führt. Und danach ist ein ganz spezielles Interview. Ich bin selber einer, der
sehr skeptisch ist mit Channelings, weil ich glaube, dass ja, also es gibt natürlich immer schon die Weisheit von einem Channel und von einer, wie soll ich sagen, von einer sehr lichtvollen Ebene. Und das ist wunderbar und das ist möglich. Und gleichzeitig bin ich skeptisch, was die Qualität von vielen Channel-Medien betrifft. Und von daher war ich dann natürlich einerseits sehr skeptisch. Trotzdem habe ich Mayala ja auch über einen Zufall schon vor längerer Zeit, vor ein paar Jahren kennengelernt und habe sie dadurch mittlerweile ein paar Mal erlebt und bin auch kurz bevor ich sie interviewen wollte, nochmal dahin gegangen, um da reinzuspüren auf einer ihrer Veranstaltungen. Und habe gemerkt, das stimmt total. Und von daher habt ihr heute die Möglichkeit, ein Interview mit einem Geistwesen mitzubekommen. Und ich finde das ganz, ganz klasse, gerade auch für mich, weil ich damit vielleicht auch eine neue, wie soll ich sagen, eine neue Fragmentierung heile, weil ich mehr so von der klassischen Meditation und solchen Sachen komme. Und da war es immer eine Schritte, dies wieder zusammenzubringen und dies in Verbindung zu bringen. Das ist einer davon. Und wie gesagt, ein sehr heilsames Interview. Ja, danach nochmal ein sehr langjährig persönlich bekannter ist Focke Brink. Focke Brink ist Reiki-Meister. Wir haben gemeinsam über viele Jahre ein großes Festival live in Deutschland, also das größte deutsche Reiki-Festival organisiert. Und mit seiner Frau auch noch dazu, muss ich auch erwähnen, war ein schönes Team zu dritt. Und ja, und Focke eben kommt heute und Focke ist jemand, der, wie soll ich sagen, also zu dem Reiki gar nicht passt, weil er ist ganz handfest für ihn und gleichzeitig passt es doch. Er ist, wie soll ich sagen, er hat es gut verbunden. Und das ist was, wo es wirklich um den Alltag geht. So ganz ins Leben hineinzutreten ist für ihn so ein Motto. Und dann weist dir das Leben einfach den Weg. Wunderschön, wunderschön. Ja, und zum Abschluss heute kommt dann Dr. Thomas Steininger. Thomas Steininger ist vielleicht vielen bekannt als Herausgeber von der Evolve, hat vorher auch in Lighten Next herausgegeben. Und viele, viele Projekte initiiert, was, wie soll ich sagen, so wirklich sehr zukunftsorientierte Projekte sind, die wegweisend sein können von Heilung von Gesellschaft und Kultur. Und es geht auch um Heilung vom kulturellen Feld. Ganz viel auch um Österreich, weil er Österreicher ist, das wusste ich gar nicht. Und das ist ganz spannend, weil auch Österreich ja diese Nachkriegswunden hat und wahrscheinlich noch mehr als in Deutschland tabuisiert. Und von daher auch schon aus der Ebene ganz spannend, also sehr, sehr empfehlenswert für die Österreicher sowieso. Aber auch sonst, weil so diese Dimension von einem Feld, das mitzuheilen, dass das ein wichtiger Aspekt ist, weil das so ganz viel mit reinfließt. Also Thomas Steininger, ein sehr visionäres, würde ich mal sagen, visionäres Bild und ein visionäres Interview. Ja, und das war es auch schon wieder vom heutigen Tag. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Tschüss.